Bevor ich auf das Thema dieser Folge eingehe, möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass es sehr sinnvoll ist, diese Videoreihe nacheinander zu sehen bzw. zu hören, da der Sinn des Inhalts dadurch deutlicher zutage tritt. Ich möchte diese Folge mit einer kleinen Zusammenfassung der letzten Folgen beginnen. Wenn wir uns vor Augen halten, dass die Wahrheit absolut als Wahrheit unveränderbar ist, dann ist alles, was veränderbar ist, das Gegenteil, in dem Fall eine Illusion. In letzter Konsequenz bedeutet das, dass auch Materie, da sie nicht konstant bleibt, sondern sich immer wieder verändert, letztlich sogar scheinbar verschwindet, die Illusion ist und nicht die absolute Wahrheit. Die absolute Wahrheit ist in der Essenz die Energie, die Materie hervorbringt. In der Hierarchie steht der Geist an oberster Stelle, da er die Energie erzeugt, die dann wiederum Materie erzeugt. Somit ist der Geist die absolute Wahrheit. Unveränderbar und ewig. Nicht zu verwechseln mit unserem rationalen Verstand. Dem, was wir erlernen in dieser Welt und glauben, das seien wir. Der Verstand ist letztlich veränderbar, da er sich durch kontinuierliches Lernen weiterentwickelt. Der darüberstehende Geist, das geistige Bewusstsein, die eigentliche Schöpfung, der jeder von uns angehört, ist unveränderbar und damit ewig. Mit der Zeit verhält es sich so, dass sie für uns scheinbar real ist. In Wahrheit ist die Zeit eine Illusion. Wir glauben auch, dass Zeit vergeht. Letztlich vergeht Zeit nicht, sondern nur die materiellen Dinge, die wir in der Welt wahrnehmen, verändern sich. Und diese Veränderung messen wir in Zeit. Somit gibt uns die Zeit das Gefühl von Wahrhaftigkeit, der wir glauben anzugehören, und zwar in Form von Materie, das heißt ein materieller Körper, der sich verändert. Wie gesagt, das ist aber eine Illusion. Der einzige Aspekt der Zeit, wenn man dann den Begriff Zeit benutzen möchte, ist das kontinuierliche Jetzt. Damit meine ich nicht einen Augenblick, der sich wieder verändert zu einem nächsten Augenblick, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, sondern nur das kontinuierliche Jetzt. Und hier ist ein Schlüssel für uns, unser Bewusstsein zu erweitern und unsere inneren Fähigkeiten immer weiter zur Kenntnis zu nehmen, damit umzugehen und unser Leben auf ein höheres Niveau zu bringen, das heißt, das Lebensniveau so zu erhöhen, dass wir immer mehr in unsere Souveränität kommen und erkennen, dass wir die Schöpfer unserer eigenen Realität, unserer sogenannten Zukunft sind, die wir aber immer nur im Jetzt gestalten können. Wir können also das Jetzt als den Raum nehmen, in dem alles geschieht. Den Raum, den wir nicht verlassen können, der kontinuierlich ist in alle Ewigkeit. Und alles, was ewig ist und sich nicht verändert, ist die absolute Wahrheit. Die Dinge, die wir verändern können, werden sich immer dann erst zu einer Veränderung hin ergeben, wenn wir im Jetzt agieren. Das heißt, der nächste Moment, der nächste Tag oder die nächste Woche, Monat oder Jahr resultiert letztlich in dem, was dort geschieht, immer aus dem Jetzt. Das Jetzt können wir nicht verlassen
und die Zukunft ist letztlich dann auch wieder im Jetzt. Alle Dinge, die auf uns wirken, scheinbar von außen, sei es bildlich oder das, was wir als Information erhalten, hat Wirkung immer nur im Jetzt. Somit sind alle Dinge, die auf die Zukunft fokussiert sind, im Negativen wie im Positiven, noch nicht geschehen. Was wir also im Jetzt glauben, fördert das, was in Zukunft als Resonanz auf uns treffen wird. Wenn wir uns also beeinflussen lassen von den äußeren Dingen und im Jetzt Angst davor haben, was morgen, übermorgen oder nächste Woche geschieht, dann fokussieren wir eine Tatsache in die Zukunft, die noch gar nicht eingetreten ist. Aber wir haben sie im Jetzt bei uns und damit erleben wir sie in uns in Form von Negativität, unangenehmen Gefühlen, Angst und dergleichen. Hier ist das Gesetz von Ursache und Wirkung. Wenn wir also im Jetzt Dinge erschaffen, dann können sie auch Wirkung zeigen. Aber eine angenommene Wirkung, die noch gar keine Ursache hat, kann auch nicht als Wirkung erscheinen. Das ist ein wichtiger Aspekt, den wir uns immer weiter verinnerlichen sollten. Also, haben wir Angst vor Prognosen oder vor Ankündigungen, dann sind diese Ankündigungen und Prognosen in erster Linie erstmal nur Möglichkeiten, aber noch keine tatsächliche Ursache, die Wirkung hinterlässt. Zuschauer bzw. Zuhörer, die diese Serie hier verfolgen, wissen, dass es mir darum geht, in diesen Folgen darauf hinzuweisen, dass wir gerade jetzt in dieser Zeit, die voller Irrsinn scheinbar zu stecken scheint, gerade solche Gedanken brauchen, die uns stabilisieren, um aus der Angst zu kommen und unsere eigene Souveränität deutlich wahrzunehmen. Und an dieser Stelle möchte ich diese Folge beenden und wünsche allen eine gute Zeit und Souveränität.